gesagt, könnte nicht besser sein. Riesenbeifall hat es eben gegeben für einen Mann, der nachher den Pokal übergeben wird, für Dr. Wolfgang Schäuble, den Innenminister, der sich ja Mitte der Woche sehr für Berlin als Regierungsstadt ausgesprochen hat. Und jetzt kommen die Mannschaften. Die Bremer, weißes Hemd, grüne Hose und hier die Aufstellung. Oliver Reck, der Torhüter, Thomas Wolter, Günther Herrmann, der bei der Weltmeisterschaft im deutschen Aufgebot stand, Rune Bratseth, der Norweger, ein Sympathieträger für die Bremer, die Überraschung, Marco Bode, der Jüngste, Uli Borowka, Dieter Eilt. Und dann der Kapitän, schon 35 Jahre alt, Winton Rufer, Frank Neubart und Klaus Allofs. Und jetzt zunächst einmal die Nationalhymne. Kölnern, Bodo Ilgner, Torwart der Nationalmannschaft, Alfons Siegel, Frank Reiner, der in letzter Zeit sehr viel stärker geworden ist, Carsten Baumann, einer der Abwehrspieler, Falco Götz, mal sehen, wo er gleich spielen wird, vorne oder hinten, Henrik Andersen, ein Däne, der zweite gleich hinten drauf, Jan Jensen, Gielchen, Ralf Sturm, der auch einige Zeit lang verletzt war, Pierre Littbarski, der Hoffnungsträger, sicherlich der Kölner, und Moritz Banner, der beste Torschütze. Dazu der Trainer Erich Rutemöller. Das ist er, Pierre Littbarski. Auf ihm ruhen die Hoffnungen der Kölner. Er könnte für die entscheidenden Impulse sorgen. Das ist natürlich auch eine Frage des Gegners, der das möglicherweise zulässt. Und auf der anderen Seite Oliver Reck, der in den beiden vergangenen Pokalendspielen hier in Berlin sicherlich nicht die glücklichste, konnte nicht allzu viele Spiele pfeifen. Anschluss also für die Weiß-Grünen oder Grün-Weißen Köln in Rot und Weiß. Frank Neuber. Bremer Bank, gut besetzt, Uwe Hartgen, Gunnar Sauer und Klaus Aller. Kurioser Auftakt der Bremer. Da passt so aus, als wollten sie die Kölner überrumpeln, Marco Bode, der ganz weit vorn in der Spitze zu finden ist, der jüngste Bremer. Unschöne Aktion in diesem Fall von Pierre Littbarski bei diesem Einwurf von Uli Borowka. Sie sehen es noch einmal, eine ähnliche Situation hat es vor kurzem in Kaiserslautern gegeben mit Stefan Kunz. Und Freistoßmöglichkeit für Werder Bremen, Klaus Allofs.
der den Ball sicherlich gefühlvoll nach innen schlenzen wird. Die langen Bremer alle vorn. Rath setzt Neubart. Mit dem Kopf zur Ecke geklärt. Frank Reiner. Falco Götz. Und Klaus Allof. Der ja schon dreimal den Pokal geholt hat. Allerdings nicht mit Werder Bremen. Warte! Ball noch im Spiel. Und das gibt gleich die Ecke Nummer 2. Ufer, auf der Linie geklärt von Henrik Andersen. Die Zeitlupe, das ist Wynton Ufer und das der klärende Schlag von Henrik Andersen. Noch eine Möglichkeit für die Bremer. Und jetzt erst mal die Kölner mit Greiner. Ralf Sturm, Achtung, Pratzett. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als sollte Falco Götz im Sturm spielen. Und dieser Mann, der eben am Ball war, Jan Jensen, die Libero-Position einnehmen. Falco Götz also in vorderster Reihe mit Moritz Banner. Und noch eine taktische Variante ist auch jetzt schon zu erkennen. Dieter Eils, der Bremer, kümmert sich intensiv um den Kapitän der Kölner, um Pierre Littbarski, weicht ihm keinen Schritt von der Seite. Sie sich nicht einig. Drei Kölner und der Bremer ist am Ball. Oh. Das gibt sicherlich gleich eine gelbe Karte. Unnötig hartes Einsteigen von Frank Neubart, der so etwas eigentlich absolut nicht nötig hat. Erste gelbe Karte nach nicht einmal 4 Minuten. Da fragt man sich, was das soll. Die Situation völlig ungefährlich für die eigene Mannschaft. Otto Rehhagel, was will er damit sagen? Seid ein bisschen vorsichtig, Jungs. Verscherzt euch nicht gleich die Sympathien des Schiedsrichters und des neutralen Publikums. Abseits. Carsten Baumann, der die Bewachung von Wynton Ufer übernommen hat. Günter Herrmann. Das war auch ein harter, aber durchaus fairer Einsatz da von Ralf Sturm. Günter Herrmann hat ihn nicht kommen sehen. Absolut den Ball gespielt. Gielchen.
Jan Jensen. Baumann auf Andersen. Setzt sich durch gegen Wolter. Seinen eigenen Mann ausgetrickst, Klaus Allof. Frank Reiner. Seine Vorstoße sind gefürchtet. Er ist schnell. Und vor allen Dingen verfügt er auch über einen sehr harten, sehr platzierten Schuss. Otto Rehhagel in neuem Outfit. Wenig Bewegung in den vorderen Reihen bei den Bremern. Jetzt der Versuch über den Flügel, Borowka. Längst abgepfiffen, längst abgepfiffen. Die Bremer Bank. Hier noch einmal der Heber und der Flug von Bodo Ilgner. Wie gesagt, es war längst vorher gepfiffen. Der Linienrichter hatte das Aus bereits angezeigt. Siegel, Andreas Gielchen hat jetzt Platz bei Sturm. Andersen. Schön gemacht. Litbarski. Auch schön gemacht. Schöne Körpertäuschung. Guter Angriff des ersten FC Köln. Wieder Gielchen. Schön angeschnitten, in die Spitze gelegt auf Ralf Sturm. Moritz Banner, ein bisschen zu weit vorgelegt. Und dann ein Pressschlag mit Dieter Eil. Gestrecktes Bein des Kölners und entsprechend dann Freistoß für den SV Werder. Kusava, der da zu Boden gestreckt wird von Falko Götz. Borowka auf Neubart. Mit dem Ellbogen geschoben von Hiegel. Nicht gesehen, vielleicht nicht gepfiffen. Auf jeden Fall von Aaron Schmidhuber. Sehr schön gemacht von Marco Bode. Und die zweite gelbe Karte, diesmal für Andreas Gielchen. Deutlich also das Bestreben von Herrn Schmidhuber, hier
den Rahmen des Erträglichen möglichst eng zu stecken. Gar keine Härten, keine größeren jedenfalls aufkommen zu lassen. Und Freistoß für den SV Werder. Torentfernung 25, 28 Meter. Sechs-Mann-Mauer des 1. FC Köln. Was werden sie machen? Direkt schießen oder einen Trick versuchen? Alop. Schön gemacht. Schön gemacht von Günther Herrmann, allerdings aus diesem Spitzenwinkel den Nationaltorhüter Bodo Ebner bezwingen zu wollen. Hier sehen wir es. Ebner auch in der richtigen Ecke. Für diejenigen, die etwas später zugeschaltet haben, 12 Minuten gespielt, 0:0 unentschieden. Und die ersten 12 Minuten, die waren durchaus ansehnlich, kämpferisch stark. Vielleicht mit ganz, ganz leichten Vorteilen für den SV Werder Bremen. Freistoß Alof. Otava. Klasse gemacht von Vincent Rufer. Nicht lange gezögert, sofort abgezogen nach der Kopfballvorlage von Frank Neubart. Ich glaube, das ist das Rezept der Bremer. Hohe Flanken, die Kopfballüberlegenheit ausspielen. Banner. Spielchen, der häufig mit in den Angriff nach vorne rückt. Körperbetonter Einsatz von Uli Borowka. Musste man wohl nicht unbedingt pfeifen. Siegel auf Frank Reiner. Durchsichtig dieser Pass, zu lange den Ball geführt natürlich von Klaus Allof. Jelit Barski, immer bei ihm der Mann im weißen Trikot mit der grünen 7, Dieter Eils. Kölner ziehen sich weit zurück in die eigene Hälfte, lassen die Bremer spielen. Viel, viel quer und dann gleich wahrscheinlich wieder eine hohe Flanke in den Strafraum. Doppelpass, Wolter mit Herrmann. Gut aufgepasst von Engel.
ganz vorn im weißen Hemd, Erich Rutemöller. Hinter ihm Hannes Linden, der Co-Trainer. Nach dem doch sehr dynamischen Auftakt ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Der Überraschungskuh ist keiner der beiden Mannschaften gelungen und bei diesen Temperaturen, es wird sicherlich 27 Grad warm oder sogar heiß sein, ist es natürlich nicht ganz unerheblich, wie man sich die Kräfte einteilt, zumal es natürlich auch zu einer Verlängerung kommen könnte. Wen soll er anspielen? Keiner bietet sich an, kaum Bewegung in der Spitze bei Werder Bremen. Wieder der Versuch über die Flügel. Eils. Dieter Eils. Der also nicht nur die Aufgabe hat, Pierre Littbarski zu beschatten. Dr. Wolfgang Schäuble, hinter ihm Hermann Neuberger, der DFB-Präsident. Hermann! Rotava. Windenlufer. Rotava. Und die gleiche Stelle wie vorhin bei dem Schuss von Günther Herrmann. Erich Rutemöller. Da kommt er ziemlich unbedrängt zum Schuss, wird zu spät angegriffen, aber der Winkel für den Torschuss doch zu spät. Frank Reiner. Falco Götz im Zusammenspiel mit Moritz Banner. Das ist er. 14 Tore hat er in dieser Saison für den 1. FC Köln erzielt. Moritz Banner. Littbarski. Jan Jensen. Die Fahne ist oben. Marco Bode, 21 Jahre alt. Für Grün. Bode. Und es gibt Abstoß. Konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen.
ja, den Ellbogen ein bisschen hochgezogen von Falco Götz. Ja, deutlich zu sehen, mit dem rechten Arm weggedrückt. Richtige Entscheidung von Aaron Schmidhuber. Borowka. Na, 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 na. Zunächst das Foul von Falco Götz und dann die Rangelei. Ich glaube, da kann man sich auch fairer, da kann man sich auch sportlicher voneinander trennen. Gerade Uli Borowka ist ja nun wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Die sichere Beute für Bodo Ilgner. Da haben sie Pech gehabt, die Kölner. Das war kein Foul. Zunächst rutschte Günther Herrmann aus. Sie sehen ihn hier. Ralf Sturm wollte über ihn hinweglaufen. Hier den Kopfball zunächst. Dann rutscht Herrmann aus. Und in den liegenden Bremer rutscht Ralf Sturm hinein. Also da gab es nun wirklich nichts zu pfeifen. Natürlich, wenn er denn hätte durchlaufen können, eine gute Möglichkeit für den Kölner Stürmer. Borowka in den freien Raum, wenn man so will. Gestrecktes Bein von Botava. Das scheinen sie geübt zu haben, die Kölner. Kopfballverlängerung auf einen Mitspieler. Insgesamt bei den Kölner Angriffen ein klein wenig mehr Überraschungseffekte. Es geht ein klein wenig schneller. Der Bremer Aufbau doch um einiges behäbiger, langsamer, konzentrierter. Aber auf diese Weise verliert man normalerweise, das hier eben ein Gegenbeispiel, auch seltener den Ball. Günther Herrmann. Andreas Dielchen. Baumann, Greiner, und erste Ballberührung von Oliver Reck. Ohne Bratet. Vielleicht hat er ja etwas Besonderes auf Lager. Schön vorgelegt auf Klasalovs. Und die vierte Ecke für Werder Bremen. Die Kölner in dieser Statistik noch nicht erwähnt. 4:0 Ecken, also für den SV Werder Bremen. 0:0 der Spielstand. Nach immerhin schon 25 Minuten. Die Partie ist langsamer geworden. Ich will nicht sagen langweiliger, aber beide Mannschaften doch sehr, sehr vorsichtig. Sehr auf Defensive bedacht. Bodo Ilgner. Botava müsste es direkt versuchen. Alofs, Neubart.
Schöner Pass. Littbarski auf Ralf Sturm. 3 Rote gegen 5 Grüne. Aufregung jetzt bei den Bremern, die da kein Foul gesehen haben wollen. Hier sehen wir es noch einmal. Ja, hat er ihn gesperrt oder war er einfach schneller? Hat er die bessere, in dem Fall die Außenbahn genommen? So oder so, Freistoß für den ersten FC Köln, für Pierre Littbarski. Der Ball zu lange unterwegs. Igel. Auf Ralf Sturm, schön zurückgelegt auf Moritz Banach. Die Idee war gut. Banach war ein bisschen zu früh nach vorne gestartet. Marco Bode, der Bremer mit der 5, verdankt seine Aufstellung sicherlich auch der Tatsache, dass auf dem rechten Verteidigerposten eben jener Frank Reiner steht, der bekannt und gefürchtet ist wegen seiner Vorstöße. Ihn abzuschirmen gilt es. Votava, der Kapitän. Die Pfiffe häufen sich. Gut abgelegt. Auch Oliver Reck von Uli Borowka. Dr. Wolfgang Schäuble. Eberhard Diepken hat die Jacke ausgezogen. Hermann Neuberger. Minuten gespielt, 0:0. Und im Moment sieht es so aus, als seien beide Mannschaften zunächst einmal daran interessiert, kein Tor einzufangen, kein Risiko zu gehen und erst dann sich darum zu bemühen, selbst eins zu erzielen. Das ist natürlich für das Spiel, für die Zuschauer und für sie zu Hause sicherlich nicht so gut, als wenn man hier mit offenem Visier kämpfen würde. Aber wie gesagt, es ist ein Pokalendspiel. Man muss sich die Kräfte, die Zeit einteilen für den möglicherweise einzigen entscheidenden Schlag. Das habe ich anders gesehen. Jensen. Günter Herrmann. Der Rückweg zum eigenen Torhüter abgeschnitten durch 2 Kölner.
Frank Neubart. Igel, Rainer, ja, wieder mit dem Ellbogen geschoben, diesmal von Banach, wieder klar und richtig erkannt vom Schiedsrichter, da sehen Sie es, mit dem Ellbogen in Richtung Kopf. Achtung, wir sehen diese Situation noch einmal. In die Hacken getreten von Falco Götz, also keine Schwalbe, wie es zumindest der Kölner zunächst angedeutet hatte. In die Achillessehne, da tut es ganz besonders weh, wenn man so will, ein Foul der gemeinen Art. Baumann, ah, da kommt er ins Straucheln. Zum zweiten Mal Pech in einer solchen Situation, wie vorhin schon bei Ralf Sturm. Er war durch, Carsten Baumann, der Ex-Oldenburger. Hier sehen wir es, nach einem Zusammenprall mit Günther Herrmann, kein Foul und dann fällt er mit der Hand auf den Ball und Pech natürlich für ihn, Freistoß für Werder Bremen. Rufer, Neubart, Bode. Da sieht sie schlecht aus, die Kölner Abwehr, wenn die Bälle hoch etwa auf den Elfmeterpunkt kommen, wenn sie abgelegt werden. In der eigenen Hälfte fast Standfußball. Klaus Allofs. Auch immerhin schon 34 Jahre alt. Einige 30-Jährige beim SV Werder Bremen in der Mannschaft. Banach, Frank Rainer, der jetzt einmal Platz hat. Und auch hier im Olympiastadion ist es ganz einfach so, wenn sich auf dem Rasen sehr wenig oder fast gar nichts tut, werden die Zuschauer aktiv. Die Welle. Henrik Andersen. Da hat er sich ein bisschen zu viel zugemutet. Votava. Freie Bahn für Wolter. In der Mitte Rufer. Wieder Jan Jensen. Der in den letzten 11 Bundesligaspielen beim 1. FC Köln nicht zum Einsatz gekommen ist. Der auch nach diesem Spiel den Verein verlassen wird, wechseln wird. Moritz Banach.
die Kölner ja innerhalb von einer Woche zum zweiten Mal in einem sehr, sehr entscheidenden Spiel, vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, der dann deutscher Fußballmeister wurde und heute nun das Pokalfinale. Für Sie, für die Kölner, ist die Belastung, der Druck sicherlich höher. Wenn Sie hier nicht gewinnen, sind Sie nächstes Jahr nicht in einem europäischen Wettbewerb vertreten. Guter Schuss von Uli Borowka. Mit links, mit rechts ist er noch um einiges gefährlicher. Sicher zugepackt von Bodo Hilgner. Nicht im internationalen Geschäft vertreten sein, das bedeutet einen Verlust von etwa 5 bis 6 Millionen D-Mark, so hat es ein Kölner Verantwortlicher ausgerechnet. Die Bremer sind da etwas besser dran. Sie haben einen UEFA-Cup-Platz auf jeden Fall sicher. Andersen. Otto Rehhagel ist offensichtlich mit dem Spiel seiner Mannschaft auch nicht ganz so zufrieden. Hier unter uns macht sich Gunnar Sauer bereit für seinen Einsatz, läuft sich auf jeden Fall einmal warm. Klaus Allofs, das ist die richtige Entfernung für ihn. Abgefälscht. Immerhin mal ein Schuss auf das Tor, Klaus Allofs. Vielleicht ein bisschen zu lang gezögert, abgefälscht auch vom eigenen Mann, von Frank Neubart. Da zweimal sogar. Bodo Hilgner war schon auf dem Weg in die andere Ecke. Oliver Reck. Beschäftigungslos nach immerhin 39 Minuten. Und Abstoß vom Tor von Bodo Hilgner. Hier sehen Sie ihn, Gunnar Sauer. Hatte Achillessehnenprobleme. Konnte einige Wochen lang nicht spielen. Moritz Banner. Harter Einsatz wieder von Uli Borowka, kein Foul. Rotava. Und jetzt dauert es einfach zu lange. Günther Herrmann. Vor allen Dingen die Kölner hatten ja in dieser Saison doch sehr, sehr unter Verletzungen zu leiden. Wolter. Allofs. Und die Ecke Nummer 5. Steiner ist verletzt. Olaf Janssen konnte nicht mitwirken. Pierlet Barski führt, fehlte über weite Strecken der Kölner Mannschaft. Drei wichtige Spieler, Ralf Sturm. Und heute, das darf man nicht vergessen, sind ja auch noch Frank Ordenewitz gesperrt, ebenso wie Hansi Flick, der am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern die rote Karte sah. Bei Bremen eigentlich nur ein Langzeitverletzter und das ist Johnny Ott. Allofs, Ecken von beiden Seiten.
Borowka. Rechtzeitig gespielt von Günther Herrmann. Eilt. Und jetzt. Die Riesenmöglichkeit für ihn. Für Mirko Votava. Sehr schön der gesamte Angriffszug des SV Werder Bremen. Dieter Eilt. Unter dem Ball hindurch gesprungen von Bode und dann eine sichere Tormöglichkeit. Die beste bisher in dieser Partie in der 42. Minute von Mirko Votava. In dem Fall muss man wohl sagen, vergeben. Die grün-weißen Fans, beide Parteien haben ja ein Kontingent von 15.000 Karten zugesprochen bekommen. Der Rest wurde dann vom Berliner Verband vergeben. Die Zuschauerzahl 75.000, 76.000, eine herrliche Kulisse, allerdings eine im Augenblick zumindest sehr ruhige Kulisse. Noch 2,5 Minuten in der ersten Halbzeit. Bode, Borowka. Noch einmal Bode. Rune Bratzett. Genau zum Gegner. Alops. Vielleicht ist ja die 7 die Bremer Glückszahl. Kurz gespielt auf Klaus Alops. Moritz Banach allein auf weiter Flur gegen 4 Bremer. Noch 1,5 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Die Furios begann die ersten 5-8 Minuten. Vollgepackt mit guten, mit interessanten Szenen. Danach wurde es immer ruhiger. Das Spiel verflachte ein wenig. Feldvorteile der Bremer in der ersten Halbzeit sicherlich. Sie hatten einige gute Tormöglichkeiten, die beste kurz vor der Pause durch Mirko Votava. Offensichtlich jetzt das Bestreben der Kölner, mit diesem 0:0 zunächst einmal in die Pause zu kommen. Die Risikobereitschaft bei beiden Mannschaften im Verlauf der ersten Halbzeit nicht mehr allzu sehr ausgeprägt. Das schlug sich auch auf die Stimmung der Leute hier nieder, die jetzt noch einmal versuchen, etwas zu organisieren, etwas zu rufen, etwas für das weite Rund zu tun. Die Frage wird sein, wer hier den ersten Treffer erzielt. Der hat sicherlich einen Riesenvorteil. Er kann die ganze Sache etwas ruhiger angehen lassen. Der Gegner muss kommen und das ist bei diesen, ich wiederhole es, hohen, schwülen Temperaturen sicherlich sehr, sehr schwierig. Deshalb wohl auch die große Vorsicht und exakt der Halbzeitpfiff von Aaron Schmidhuber. Die Mannschaften gehen mit dem 0:0 in die Kabinen. Die Pfiffe sind laut, sie sind deutlich. Die Zuschauer beider Parteien sind nicht zufrieden und wir melden uns nach einer kurzen Unterbrechung hier aus dem Olympiastadion wieder. Bremen heute rutscht der VfB Stuttgart noch als vierter Verein in den UEFA Cup. Gegen Ende der Saison ist es ja ein bisschen in Mode gekommen, mit kleinen Geschenken zusätzliche Kräfte bei einer fremden Mannschaft freizusetzen. Denken wir nur an den Champagner von Jupp Heynckes, der ja nur ein kurzfristiges Erfolgserlebnis zeitigte. Und deshalb ist es wohl auch nur ein Gerücht, dass der Ex-Kölner Christoph Daum, der jetzt beim VfB Stuttgart Trainer ist, versprochen hat, Otto Rehhage gegebenenfalls bis ins Jahr 2000 kostenlos mit Spätzle zu versorgen. Ich glaube nicht, dass das für die entsprechende zusätzliche Motivation sorgen würde. Vielleicht mag er ja auch gar keine. Ganz klar, Daumen drücken, in dem Fall für den SV Werder, ist nur zu verständlich.
und sicherlich auch absolut korrekt. Zwei Bremer machen sich bereit, haben auf jeden Fall die Trainingsjacke zumal ausgezogen. Uwe Hartgen und Gunnar Sauer, die 12 und die 13. Bei den Kölnern laufen sich gleich alle vier Spieler warm. Dem man, glaube ich, eine gute Note ausstellen kann in puncto Bewachung. Pierre Littbarski, er hat seinen Aktionsradius beschnitten, ohne einmal faul zu spielen. Rune Bratzett, Günther Herrmann, faul von Ralf Sturm. Das 1:0 würde dieser Partie sicherlich sehr gut tun, würde etwas Leben hier ins Olympiastadion bringen. Allerdings müssten die Clubs beide auch ein bisschen mehr nach vorne spielen, ein bisschen offensiver, risikofreudiger werden. Freistoß jetzt von Borowka. Jawohl, da ist es. Dieter Eins, es geht doch. Erster Schuss von Uli Borowka und dann, wenn man so will, im Nachschuss aus 20 Metern flach und platziert in die untere Ecke. Keine Chance, glaube ich, für Bodo Ilgner. Mal sehen, ob er dran war. Nein, wahrscheinlich hat er den Ball auch ein bisschen zu spät gesehen. 1:0 also in der 48. Minute für den SV Werder Bremen. Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit in Betracht zieht, eine verdiente Führung für die Norddeutschen, die die besseren Chancen hatten, die mehr für das Spiel getan haben und die jetzt auch verdient mit 1:0 führen durch Dieter Eils. Winden Rufer. Versuch. Nein, Klaus Allofs. So, jetzt sind die Kölner gefordert. Dieses Tor müsste sie eigentlich aus der Reserve locken. Erich Rutemöller, Hannes Linsen. Einwurf für den 1. FC Köln. Noch keine Anzeichen. Doch, jetzt steht Hannes Linsen aus. Sie haben sich kurz besprochen, Hannes Linsen, der Co-Trainer, und Erich Rutemöller. Wen sollen wir jetzt bringen? Kurzes Gespräch mit Horst Held und Pierre Littbarski. Auch er müsste jetzt natürlich einen Zahn zulegen, hier in seiner Heimatstadt Berlin. Der letzte von insgesamt vier Pokalsiegen für den 1. FC Köln datiert ja aus dem Jahre 1983, damals das Lokalderby FC gegen Fortuna und der Torschütze zum alles entscheidenden 1:0. Pierre Littbarski. Alfons Siegel. Frank Reiner, bei ihm Marco Bode, der diese rechte Seite bisher jedenfalls dicht gemacht hat. Keine Gefahr von rechts für den SV Werder. Littbarski. Oliver Reck.
Gut gesehen, Günther Herrmann. Auch das sehr gut gemacht, Windenrufer. Klaus Allofs. Es sieht so aus, als habe dieses 0:1 beim 1. FC Köln doch einen gelinden Schock verursacht. Es ist dunkel geworden. Graue Wolken über dem Olympiastadion. Das Flutlicht in Betrieb. Pierre Littbarski. Andersen. Die Gesänge selbstverständlich aus der Bremer Ecke. Andersen. Zu ungenau, zu flach. Einfallslos könnte man auch sagen. Vom 1. FC Köln. Frank Neubart. Borowka. Das war ja aus Kölner Sicht zu befürchten, wenn Pierre Littbarski nicht wie erhofft zum Zug kommt, sprich ausgeschaltet ist, wer übernimmt dann die Verantwortung, wer kann möglicherweise den entscheidenden Pass spielen. Derzeit deutet sich auf jeden Fall in dieser Richtung nichts Positives für den 1. FC Köln an. Die Abwehr steht einigermaßen sicher, aber vorne im Sturm bei Moritz Banach, bei Falco Götz auch. Und bei Ralf Sturm, da tut sich doch herzlich wenig. Sie hängen in der Luft. Über die Außenpositionen, über Frank Reiner kommt ebenfalls nichts. Und so kann man natürlich keine Tore schießen. Das heißt also, Erich Rutemöller müsste für meine Begriffe einen spielstarken, offensiven Mittelfeldspieler bringen. Dafür einen aus der Abwehr, einen aus der Defensive opfern, um hier zunächst einmal das Unentschieden zu machen. Foul jetzt an Ralf Sturm. 22 Jahre, einer der Jüngeren beim 1. FC Köln. 9 Tore hat er auf seinem Konto. Andersen und Littbarski. Und immer in seiner Nähe Dieter Hals. Es ist gefährlich. Oh, ich glaube auch, das hätte man pfeifen müssen gegen Oliver Reck. Sehr schwierig dieser Ball, der steil von oben herunterfiel. Hier sehen wir es, glaube ich, gleich noch einmal. Nein, diese Situation zu spät eingestartet. Kopfball dann noch von Moritz Banach. Hier sehen wir es, der Ball kommt ganz steil. Oliver Reck, eigentlich muss er den Ball haben, da wird er gefoult, für meine Begriffe von Falco Götz. Dann der Schuss von Frank Reiner und der Kopfball. Das war gefährlich für den SV Werder Bremen.
Günter Herrmann. Frank Reiner mit der 3 drüben auf der rechten Seite. Eigentlich der einzige bei den Kölnern, der etwas wie Willen, wie Dynamik versprüht. Alle anderen fast immer im gleichen Trab. Da ist kein Tempowechsel, da sind keine überraschenden Züge. Wenn sie sich nicht bald etwas einfallen lassen, dann heißt der Sieger hier ohne Zweifel SV Werder Bremen. Eins ist natürlich auch klar, die Zeit, sie läuft für die Grün-Weißen. Banner. Igel. Bode. Zweikampf Banner gegen Bode. Ich glaube auch nicht, dass es ein Foul war. Banach hat auf jeden Fall den Ball berührt, versucht ihn zu spielen. Und eine faire Geste jetzt von Bodo Egner, der den Betreuern aus Bremen die Möglichkeit schafft, sich um ihren Spieler zu kümmern. Bodo Egner, der ja in letzter Zeit einige Negativerlebnisse hatte. Zweimal 6 Gegentore in Müngersdorf. Das muss man erstmal verdauen. Besprechung mit Thomas Wolter. Erich Rutemöller, diese Handbewegung ist klar. Wir wechseln aus. Und es kommt mit der Nummer 14 Horst Held. Hier sehen wir ihn. Horst Held, und hinaus geht Ralf Sturm. Ralf Sturm, der ja lange verletzt war und der mit seinen Kräften sicherlich am Ende ist. Eine Stunde gespielt, immer noch 1:0 für Werder Bremen. Mal sehen, ob der kleine Mann, hier ist er am Ball, entscheidende Impulse setzen kann. Die Aktion der Kölner beschleunigt, torgefährlich ist. Das alles haben sie sich sicherlich mit seiner Hereinnahme versprochen. Komplette Kölner Bank jetzt aufgesprungen. Mit dieser Entscheidung sind sie absolut nicht einverstanden. Die Beschimpfung des Linienrichters können sie sich allerdings schenken. Die Entscheidung ist so oder so gefallen. Freistoß für Pierre Littbarski. Das ist eine gute Entfernung für den Nationalspieler. 79 Mal hat er ja im schwarz-weißen Dress gespielt. Und vielleicht kommt Oliver Reck jetzt zum ersten Mal richtig in Bedrängnis. Torentfernung 22, 23 Meter. Nicht direkt aufs Tor gezogen. Das war eine Flanke. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes und entsprechend ungefährlich. Igel. Da
Rainer. Tja, so schnell kann's gehen. Kopfballvorlage Pierre Littbarski, Torschütze Moritz Wanner. Da haben sie ein bisschen geträumt in der Abwehr. Seelenruhig haben sie den Flug des Balles verfolgt. Hier sehen wir es gleich. Von Alfons Siegel über die gesamte Deckung hinweg. Ausgerechnet der kleinste Pierre Littbarski erwischt den Ball mit dem Kopf. Und Banach, sehr schön gemacht, aus der Drehung zum 1:1 in der 62. Minute. Alles wieder offen. Alles wieder offen, und das kann dieser Partie eigentlich nur gut tun. Es sei denn, man verfällt jetzt wieder in den alten Trott. Keine Abwehrchance aus dieser Distanz für Oliver Reck. Vorteil für Greiner. Der Pfiff ist im Lärm untergegangen. Die Kölner werden böse sein, ob des abgepfiffenen Vorteils. Hier der Zweikampf von Bode und Greiner. Freistoß Littbarski. Wolter. Der kleinste, in dem Fall auch der ruppigste, Horst Held. Da wird Hand reklamiert, aber in dieser Situation kann man sicherlich keinen Strafstoß pfeifen. Schade, werden die Bremer sagen, dass in dieser Situation gleich, hier sehen wir es, angeschossen vom eigenen Mann, überhaupt gar keine Frage, kein Strafstoß, dass Windenrufer den Ball nicht unter Kontrolle bekam. Frank Rainer. Die Partie jetzt wieder etwas lebhafter, etwas lebendiger und damit natürlich auch besser. Rode. Ein bisschen verschätzt von Baumann. Rufer. Eins! Ein Meter zu hoch. Der Torschütze zum 1:0. Der Ball sprang auch ein bisschen hoch ab. Er kam nicht mit dem Körper ganz korrekt dahinter. Aber wieder eine gute Möglichkeit für die Bremer und Anfeuerung für die eigenen Kollegen. Nicht nachlassen. Noch 25 Minuten. Erich Rutemöller. Die Hereinnahme von Ortfeld hat sich also positiv bemerkbar gemacht. Radzek. Da ist keiner. Unglücklich getroffen Marco Bode. Der jetzt natürlich hinten fehlt. Als Bewacher von Frank Rainer. Littbarski, dessen Schritte doch jetzt um einiges schneller geworden sind. Aufmunterung für Andersen, der sich zu pomadig umgedreht hatte.
Gut gedacht von Dieter Eils. Eils gegen Pierre Littbarski. Sicherlich der entscheidende Zweikampf hier heute im Olympiastadion. Eils Torschütze zum 1:0. Pierre Littbarski entscheidend mitbeteiligt am Ausgleich beim 1:1. Klaus Allofs, dessen Ecken eigentlich nicht die erhoffte Gefahr gebracht haben. Rune Bratzett, wieder Eils. Der torgefährlichste Bremer, kein gutes Zeugnis für Allofs und Windenrufer. Spät gesehen und als Absicherung dahinter noch der Littbarski. Viel Platz für Andersen. Kann man auch pfeifen, ja, korrekt. Schnell ausgeführt auf Banner. Für meine Begriffe ein Foul von Pierre Littbarski, der da Eils unsanft in den Rücken schob. Rufer und Allofs. Otto Rehhagel. Seit 1981 beim SV Werder Bremen. Er hat ja häufig ein glückliches Händchen gehabt, indem er Spieler verpflichtete, die von vielen schon als zu alt betrachtet wurden. Burks Müller zum Beispiel. Und in diese Reihe passt auch Klaus Allofs, dessen Verpflichtung sich sicherlich als Glücksgriff erwiesen hat. Eils, der Motor der Bremer Mannschaft, der Beste in Weiß und Grün. Neubart. Jan Jensen, der Libero. Ich glaube, die Rechnung der Kölner ist einigermaßen aufgegangen mit diesem überraschenden Schachzug, den Dänen als Libero aufzustellen. Wolter. Bode. Bein zu hoch. Ja. Natürlich keine Verletzungsabsicht bei Windenrufer. Carsten Baumann. Am Kopf getroffen, aber gar keine Frage. Er wird gleich weitermachen können. Ein positiver Aspekt dieser bisherigen 70 Minuten. Auf jeden Fall die Fairness. Erst eine gelbe Karte auf jeder Seite für Andreas Gielchen und für Frank Neubart. Natürlich, bei so hohem Einsatz gibt es auch das eine oder andere Foul. Aber gehässige, vorsätzliche Fouls haben wir bisher jedenfalls noch nicht gesehen. Auch das ist ja durchaus nicht ungewöhnlich nach einer Saison, in der es die meisten roten Karten aller Zeiten gegeben hat. Da sehen Sie die beiden Bremer, die auf ihren Einsatz warten. Links drei, Gunnar Sauer mit der 13, rechts Uwe Hartgen, der sicherlich nicht glücklich darüber war, dass er nicht von Anfang an nominiert wurde. Jetzt zieht er die Hose aus, die Trainingshose. Da sehen Sie ihn mit der Nummer 12, der ja eine steile Karriere hinter sich hat. Und hinaus geht Frank Neubart.
Sicherlich keine enttäuschende Leistung des langen Ex-Hamburgers, aber man erinnert sich sicherlich auch an Spiele, bei denen er größeren Effekt erzielen konnte. Und jetzt also Uwe Hartgen mit der 12. Die Rolle bleibt die gleiche. Hinter den beiden Spitzen agieren, hinter Klaus Allofs und hinter Winton Rufer. Jan Jensen. Rehagel. Carsten Baumann. Ja, das ist eine dieser Situationen gewesen. Ein kleines Foul. Diesmal vom nachsetzenden Klaus Allofs gegen Jan Jensen, den dänischen Libero, der vor 3 Jahren aus Odense nach Köln gekommen ist. Besprechung jetzt an der Bremer Bank erneut. Gunnar Sauer macht sich ebenfalls fertig. Günter Herrmann wird da behandelt. Durchaus möglich, dass er jetzt den Platz räumen muss. Damit wäre dann das Auswechselkontingent bei den Bremern erschöpft. Aber im Moment geht es zunächst einmal in dieser Formation weiter. Pierre Littbarski, der sich gesteigert hat in der zweiten Halbzeit. Horst Held. Ja, festgehalten, Vorteil. Er hätte einfach weiterspielen sollen, wird hier behindert, wird festgehalten. Der Ball im Spiel von Thomas Wolter. Borowka. Und das war eine Attacke nicht auf den Ball, sondern auf den Gegner und die entsprechende Reaktion. Eine gelbe Karte für Frank Reiner. Ganz klar. Frank Reiner ist ja in Anführungszeichen auch der böse Bube bei den Kölnern. 8-mal gelb sah in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Das war sicherlich nicht der Grund von Berti Vogt, ihn in den Nationalmannschaftskader zu berufen. Ein dynamischer junger Mann, manchmal etwas zu wild, und in diesem Augenblick verlässt Günter Herrmann den Platz und für ihn kommt jetzt Gunnar Sauer. Das heißt also, die letzte Viertelstunde der regulären Spielzeit. Sauer und Hartgen, zwei frische Leute bei den Bremern, die Kölner können noch einmal wechseln. Das ist der neue Mann, Gunnar Sauer. Und erneuter Eckball für die Bremer. Sieben Bremer im gegnerischen Strafraum.
gefährlich, ohne Zweifel, aber von einem Nationaltorwart darf man eine entsprechende Reaktion verlangen, sprich, dass er den Ball hält oder zumindest aus der Gefahrenzone herausbuxiert. Diesmal von rechts Dieter Eilf, derselbe Versuch angeschnitten. Gute Faustabwehr von Bodo Egner. Borowka. Der sich offensichtlich auch um Horst Held kümmern soll. Die Kreise des kleinen Kölners ein bisschen einengen soll, genauso wie es Dieter Eils mit Jan Detbarski über jetzt fast 77 Minuten beispielhaft vorgeführt hat. Der Ball war nicht aus dem Strafraum heraus, Wiederholung. Schmidt-Huber. Ja, Bodo Egner zeigt es an, Windenhofer hat den Strafraum nicht verlassen. Hofer hat sich kaum einmal durchsetzen können gegen Carsten Baumann, dem man eine gute Leistung bescheinigen darf. Überhaupt haben es die beiden Sturmreihen sehr, sehr schwer. Die Bremer haben ja sowieso die beste Abwehr. Nur 29 Gegentore in 34 Punktspielen. Von dem man lange nichts gesehen hat. Greiner. Hiegel. Auf Detbarski. Banner. Gunnar Sauer. Kann schon mal passieren, ist in Straucheln gekommen. Andersen. Den kaum eine andere Möglichkeit, alle Mitspieler abgeschirmt und dann empfiehlt es sich doch zurückzuspielen zum eigenen Keeper. Noch 10 Minuten, 1:1 unentschieden der Spielstand und so langsam wird man sich bei beiden Mannschaften überlegen, ob es nicht vielleicht besser ist, jetzt etwas vorsichtiger zu agieren, zunächst einmal die Verlängerung zu erreichen und dann eventuell alles auf eine Karte zu setzen. Banner! Der Torschütze zum 1:1, Moritz Banner, kam im vergangenen Jahr aus Wattenscheid.
gerade spektakulär, aber eine ordentliche, eine recht gute Partie und ein unglücklicher Querpass, fast ein Schuss von Carsten Baumann. Klaus Allofs, Bode, Uwe Hartgen. Gebürtiger Bremer, wird in Kürze 27 Jahre alt, sicherlich mit der steilsten Karriere in den letzten zurückliegenden Monaten beim SV Werder. Votava, Eils, Grazepemp. Jetzt eine Möglichkeit zum Konter. Da hat er seinen Fehler wieder gut gemacht. Erich Rutemöller, den es jetzt kaum noch auf seiner Bank hält. Er weiß natürlich auch, um wie viel es für seinen Club geht. Und sein persönliches Wohlbefinden beim 1. FC Köln ist sicherlich auch abhängig vom Ausgang dieses Spiels. Jetzt verrichtet auch Otto Rehhagel leichte Laufarbeit an der Seitenlinie. Unglücklicher Zusammenprall, würde ich sagen, zwischen Bode und Greiner, der da doch wohl ein bisschen nachgehakelt hat. Tja, da hätten die Bremer sicherlich lieber einen Freistoß gesehen bei diesem Zweikampf von Falco Götz und Bruno Bratzett, und das wäre sicherlich auch die korrekte Entscheidung gewesen. Horst Held. Sehr enge Ballführung, geschickter Dribbler. Allerdings übertreibt er es manchmal. Ich habe fast den Eindruck, als wenn die Kölner ein bisschen mehr drauf haben, wie man so schön sagt. Die Ehrentribüne. Ich denke, dass Wolfgang Schäuble noch ein bisschen länger warten muss mit der Pokalübergabe. Noch etwas mehr als 5 Minuten, 1:1 der Spielstand, und das bedeutet Verlängerung. Uli Borowka. Noch ergänzt, sollte es auch nach 2x15 Minuten Verlängerung keinen Sieger geben, dann gibt es das von einigen befürchtete, von vielen als äußerst spannend empfundene Elfmeterschießen, aber ganz so weit sind wir ja noch nicht. Die Anspannung deutlich anzumerken. Gunnar Sauer. Von den beiden Neuen im Bremer Dress ist weniger Positives zu berichten als von dem in Rot und Weiß. Einen Schub nach vorn haben sie auf jeden Fall nicht bewirken können. Und das ist das, was man natürlich befürchtet. Zweimal ausgewechselt und jetzt Marco Bode offensichtlich außer Gefecht. Und das wäre bitter für den SV Werder Bremen, denn dann müssten sie notfalls sogar mit 10 Spielern zu Ende spielen. Eine entscheidende Schwächung. Borowka. Der Fuß von Bode gewickelt, bandagiert. Die medizinische Abteilung natürlich bemüht,
den verletzten Akteur so schnell wie möglich wieder spielfähig zu machen. Der fehlt gegen diesen Mann, gegen Frank Reiner. Bisher ist über die rechte Seite kaum einmal Gefahr gekommen. Bode kommt gleich wieder, kann offensichtlich doch einigermaßen zumindest weiterspielen. Jetzt ist er wieder da, Marco Bode. Gunnar Sauer. Noch 2,5 Minuten. Uwe Hartgen, der noch keinen Kontakt zum Spiel gefunden hat. Clever gemacht allerdings in dieser Situation. Hiegel angeschossen. Und die Bremer bauen den Vorsprung im Eckenverhältnis auf 11:1 aus. Einfluss auf die Torfolge hatte das allerdings nicht. Klaus Allofs vielleicht jetzt. Rotara! Das wäre es gewesen. 2-3 Meter weiter nach links. Der Schuss des Kapitäns. Da hätte es sicherlich kaum eine Abwehrmöglichkeit gegeben. Von der Strafraumgrenze Dropkick genommen. Ein klassharter Schuss. Noch 1,5 Minuten. Andersen. Banner. Von Rotava. Banner, wo ist die Lücke? Sicherlich einer der letzten Angriffszüge von Bremen. Überhartes Einsteigen jetzt von Klaus Allofs. Kleine schauspielerische Einlage von Hügel. Sie sollten sich lieber ums Spiel kümmern. Gunnar Sauer. Schöne Flanke. Innen allerdings keiner mitgelaufen. Insofern auch dieser Angriff verpufft. Pierre Lebarski. Tja, gegen diese langen Schritte von Rune Bratzett. Da kommt keiner an. Fehlpass. Nochmal gut gegangen, die letzten Sekunden. Spielstand 1:1 unentschieden zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Aaron Schmidhuber, der eigentlich kaum einen Anlass hat, weit über die normale, über die reguläre Spielzeit hinauszugehen. Sauer, Bein stehen lassen von Horst Held, der sich auch sofort entschuldigt. Ich denke, das ist die letzte Möglichkeit, den alles entscheidenden Treffer zu setzen, den Pokalsieg im dritten Anlauf klar zu machen. Befreiungsschlag missglückt. Alle Kölner zur Absicherung am eigenen Strafraum. Reiner. Und da kommt der Schlusspfiff. Aaron Schmidhuber. 91 Minuten und 3 Sekunden und keine Entscheidung. 1:1. Ich glaube, das Resultat geht in Ordnung über die 90 Minuten. In der zweiten Halbzeit so ein bisschen nach vorne gekommen. War das auch dank der Einwechslung von Horst Held? Horst hat einiges bewirkt, er hat gewirbelt und hat, er ist in der Lage, einen Mann auszuspielen. Dann kommt man in Überzahl und kommt zu Torchancen.
Und das hat sicherlich mitbewirkt, dass wir zu der Torchance kamen und letztendlich zum Tor. Vielen Dank, Wolf Fuchs. Zurück zu Walter Johansen. Ja, und jetzt hat es eine kalte Dusche gegeben für die 76.000 oder zumindest für die meisten, die nicht unter einem Dach sitzen können. Hier schützt man sich mit einer Plane. Die Verlängerung also begonnen mit einem Guss. Mal sehen, ob das eine Erfrischungsdusche ist für die beiden Mannschaften. Johnny Otten hat es eben angesprochen. Möglicherweise entscheidet jetzt, wer die besseren Kraftreserven hat. Und da spielt unter Umständen auch der höhere Altersdurchschnitt der Bremer eine Rolle. Rune Bratzert ist 30, Uli Borowka ist 29, Mirko Votava 35, Klaus Allofs 34. Dann noch einige, die schon 26, 27, 28 sind. Der jüngste Marco Bode und ausgerechnet der ist angeschlagen und hat sehr, sehr viel Laufarbeit verrichten müssen gegen Frank Greiner. Hier noch einmal eine Statistik. Nach 90 Minuten hat es so ausgesehen, 11:1 Ecken. Die Fouls in etwa ausgeglichen. Gelbe Karten, 2:1 gegen die Kölner. Aber wie gesagt, ein insgesamt doch anständiges, ein faires Spiel. Gute Aktion, hält, schön nach innen gespielt, ein bisschen zu offensichtlich dieser Rückpass, ein bisschen zu lange gewartet vielleicht auch von Pierre Littbarski und um diesen Pokal geht es im 48. Endspiel. Das Endspiel um den DFB-Vereinspokal, das ja seit einigen Jahren hier in Berlin im Olympiastadion ausgetragen wird. Regenschutz, Sie sehen es. Das deutete sich schon den ganzen Nachmittag an. Heute Vormittag herrliches Wetter in Berlin, 20, 25 Grad. Dann wurde es immer schwüler und jetzt entlädt es sich von oben. Aber die Spieler, so denke ich, werden froh und glücklich darüber sein. Denn bei diesen Temperaturen Spitzenfußball zu bringen, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Otto Rehagel und Karl-Heinz Kamp, Trainer und Co-Trainer, sie lassen sich jedenfalls nicht beeindrucken. Sie bleiben auf der Tartanbahn, kein Regenschutz. Vielleicht jetzt. Tja. Thomas Wolter. Schwierig zu nehmen, dieser Ball. Er geriet auch ein bisschen in Rücklage. Und Bodo Ilgner, da hätte er Probleme bekommen, der Kölner Keeper. Rune Bratzett. Missverständnis. Andersen. Die Bremer Angreifer, Rufer und Allofs mit schleppenden Schritten. Allofs ist ja sogar geschont worden, Horst Held, der das Spiel ohne Zweifel belebt hat. Oh, auf diesen Fehler haben sie gewartet. Oh, 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 das hätte ins Auge gehen können. Fällt wie eine Bahnschranke, Oliver Reck nach vorne. Aber er hat Glück, der Bremer Keeper. So etwas wird in aller Regel bestraft. Riesenglück für den Bremer Torhüter, der ja immer mal für einen solchen Patzer gut ist. Auch in der Bundesliga unterliefen ihm zwei solche Fehler. Andrzej Rudi ist das, ein weiterer Offensivspieler für den FC Köln. Die offensichtlich das Gefühl haben, dass sie hier das Blatt zu ihren Gunsten wenden können.
Jetzt kommt diese Auswechslung. Otto Rehhagel will natürlich sofort entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Andrzej Rudi, und hinaus wird gehen die Nummer 6, Henrik Andersen. Er hat gewiss nicht schlecht gespielt, der Däne. Und damit auch das Kontingent bei den Kölnern erschöpft. Strömender Regen jetzt. Damit ist natürlich auch dem Zufall ein bisschen mehr Tor und Tür geöffnet, wie eben bei Oliver Reck. Klaus Allofs. Oh, Sie haben es gesehen, er ist ausgerutscht in einer Wasserlache. Das muss man pfeifen, jawohl. Tja, Uli Borowka, ruhig bleiben. Gar keine Frage. Unfaire Attacke des Bremers gegen Moritz Banach. Da sehen Sie es. Die Torentfernung für einen direkten Schuss allerdings doch ein bisschen weit. Das sind fast 30 Meter. Aber dem Anlauf nach will es Pierre Littbarski versuchen. Vielleicht hat ihn der Patzer von Oliver Reck ermuntert. Nur eine Flanke. Horst hält. Auch nicht schlecht. Das wäre das Tor des Monats geworden. Drei Stationen. Littbarski, Held und Banach. Die Kölner im Aufwind. Keine Frage. Die Pause hat den Rot-Weißen gut getan. Die Fans, sie lassen sich auf jeden Fall nicht beeindrucken. Die, die im Regen stehen, sie sehen es hier, die Stimmung. Eigentlich jetzt in der Verlängerung wesentlich besser als über weite Strecken der 90 Minuten. Allofs. Hartgen. Die Kölner in der Abwehr deutlich in der Überzahl. Jan Jensen. Horst Held hat einen neuen Gegenspieler bekommen. Otto Rehhagel hat also reagiert. Bei ihm jetzt Thomas Wolter. Und Uwe Hartgen kümmert sich um Frank Reiner. Hier sehen wir ihn, den Kölner. Hartgen. Klaus Allofs. Wolter. So etwa hatten es sich die Zuschauer über die kompletten 90 Minuten vorgestellt. Rauf und runter geht es jetzt. Held. Verfolgt von Eils. Banner. Zum ersten Mal haben sie jetzt etwas mehr Platz, die Stürmer. Und Ecke. Das Sturmspiel der Kölner durch die Hereinnahme von Horst Held und auch Andrzej Rudi jetzt um einiges gefährlicher. Pierre Littbarski, zweite Ecke. Mal sehen, was Oliver Reck macht. Ich denke, das sollte eine Faustabwehr sein. Andrzej Rudi. Da wird er von seinen eigenen Mitspielern ein bisschen behindert.
Thomas Reuter. Auch Moritz Banach ist offensichtlich stärker geworden. Lipbarski. Das kann er auf engstem Raum gegen 3-4 Gegenspieler. Rotava sucht, findet keinen, geht allein. Gode. Windenrufer, bisher glänzend beschattet von Carsten Baumann. Gunnar Sauer. Rune Bratzett. Ohne Fehl und Tadel in der Abwehr. Allerdings auch eher nach vorne, ohne große Durchschlagskraft. Noch 3 Minuten in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Horst Held wirbelt über den Platz. Schön in den Lauf gespielt. Rudi. Achtung! Kompliment diesmal an Oliver Reck. Das hat er gut gemacht, im richtigen Moment heraus. Natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber das hätte sein können, die Wiederholung. Jetzt ist Pfeffer, jetzt ist Feuer drin. Noch einmal. Moritz Banner. Und die Werder-Fans, sie merken, dass ihre Mannschaft jetzt ein bisschen Aufmunterung braucht. Werder, Werder, die Rufe. Dieter Eils. Borowka. Das sind eigentlich Bodenverhältnisse für ihn, für seine satten, für seine strammen Schüsse. Das Trainergespann. Inzwischen hat es aufgehört zu regnen, aber die Bedingungen sind natürlich schwieriger geworden. Lipbarski, rechts ist Greiner. Er hat einen gefährlichen Schuss. In Sachen Eckenverhältnis holen die Kölner auf. Lipbarski. Noch 1 Minute. Oh! Da hat nicht viel gefehlt. Mit den Fingerspitzen Oliver Reck. Die Kölner suchen die Entscheidung. Foul. Vorteil. Horst Held. Banner. Tja, Chance vertan. Da hat er ein bisschen zu lange überlegt. Soll er schießen, soll er vorbeigehen? Die Folge haben Sie gesehen, Otto Rehhagel. Auch an den Reaktionen der Fans ist abzusehen, wer hier offensichtlich im Moment im Aufwind ist. Und das ist der 1. FC Köln. Mirko Rotava. Und Halbzeit. Halbzeit in der Verlängerung. Es gibt keine große Unterbrechung. Erfrischungen werden gereicht, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. Normalerweise müssen die beiden Parteien lediglich. Der Bundesligisten ist ohnehin eng gedrängt. Und jetzt noch 15 Minuten.
Hartgen. Links läuft Alofs. Abseits, ja. Er hat den Abspielzeitpunkt verpasst. Er hat ihn verpasst. Zu lange gewartet. Klaus Alofs hatte sich gut angeboten. Und jetzt bleiben sie gleich alle liegen. Klaus Alofs ist das. Da sind sie unglücklich zusammengeprallt. Andreas Gielchen, Bodo Ilgner und Klaus Alofs. Klaus Alofs hat ja auch lange Zeit in Diensten der Kölner gespielt. 1983 sogar mit dem ersten FC, mit zum Beispiel hier Lebarski den Cup geholt. Später ging er dann nach Frankreich und kehrte zurück nach Bremen. 34 Jahre alt, 56 Mal in der Nationalmannschaft gespielt. Ich denke, sie werden weiterspielen können. Sie werden es müssen, denn austauschen darf man nicht noch einmal. Andreas Gielchen, ein erfahrener Mann. Jan Jensen, der seine Nominierung, glaube ich, gerechtfertigt hat. Falco Götz, von ihm, von seiner Rolle im Angriff hat man sich sicherlich etwas mehr versprochen. Er ist ja torgefährlich, das konnte er mehrfach unter Beweis stellen. Jetzt liegt Frank Reiner am Boden. Und ins Aus gespielt, auch das eine faire Aktion von Oliver Reck, damit der Kölner Spieler behandelt werden kann. Frank Reiner. Hier noch einmal diese Situation. Uli Borowka. Ja, nicht unbedingt die feine Art von Uli Borowka, der das sicherlich nicht gerne hören wird, aber ab und zu sollte er seine Hände, seine Nerven etwas besser in Zaum halten. Und der Ball, das ist zur Sitte, wieder zum Gegner zurückgespielt. Borowka, der jetzt natürlich immer ausgepfiffen wird. Mirko Votava, der Älteste. Udo Lattek, der Sportdirektor des ersten FC Köln, hat sich bisher doch im Hintergrund gehalten. Ich denke, das war auch richtig so. Der Mann auf der Bank, das wird nicht nur immer beteuert, ist der Entscheidende, Erich Rutemöller. Aber Udo Lattecker wird natürlich auch am Erfolg gemessen. Ein hohes Gehalt, das wird ihm immer wieder vorgerechnet. Die Situation hatten wir vorhin gerade auf der anderen Seite. Durchatmen bei den Werder-Fans. Sie haben die Verantwortung, das wird immer wieder bekundet. Hält. Greiner, der 10., 12. Versuch, sich gegen Bode durchzusetzen, in die Hacken gelaufen, kein Foul in dem Sinne, aber natürlich der Pfiff zu Recht erfolgt. Er ist ja schon angeschlagen, Marco Bode. Natürlich auch eine Folge der kräfteraubenden 110 Minuten, die wir gleich absolviert haben, hier im Berliner Olympiastadion vor 76.000 Zuschauern, die jetzt in dieser Schlussphase doch einen echten Pokalfight erleben.
vielleicht kein Superspiel, aber da wird doch einiges geboten. Vor allen Dingen auch von diesem Mann hier, von Horst Held. Nur 1,69 groß, ein Leichtgewicht. Was ihm fehlt, ist ein bisschen das Durchsetzungsvermögen. Aber es muss ja auch Spieler geben, die Tore vorbereiten, und das kann er. Eils. Ja, wenn nicht noch einer Mannschaft ein Glückstor gelingt, ein überraschendes Tor, dann denke ich, werden wir auch nach 120 Minuten noch ein Elfmeterschießen erleben, das dann die Entscheidung bringen muss. Ratzet! Gunnar Sauer. Rutawa. Dieter Eils. Borowka. Hartgen. Hartgen gegen Hübel. Einer der vielen Zweikämpfe. Über 90, über 110 Minuten inzwischen. Wieder Klaus Allofs. Das Dutzend ist voll. Tja, das hätte ins Auge gehen können, Bodo Ilgner. Am Ball vorbeigegriffen, Gunnar Sauer fasst sich an den Kopf. Das hätte es sein können. Der Ball wird immer länger, und dann ein Kölner Spieler vor dem Bremer noch mit dem Kopf am Ball. Das heißt, Sauer hat ihn sogar angeköpft. Und die Nummer 13. Eils. Vielleicht sollten sie ab und zu einmal wechseln mit ihren Eckbällen. Nicht immer direkt auf die Torlinie gezogen. Ein bisschen weiter zurück. Ein bisschen streuen. Gefährlich ist es auf jeden Fall. Rainer. Gestoppt von Frank Ordenewitz. Der jetzt ein gutes Stück links von der Kölner Bank steht. Mit seinen Kölnern fiebert. Er hat ja lange Zeit abseits. Er hat ja lange Zeit in Bremen gespielt. Wechselte dann von der Weser an den Rhein. Falco Götz. Da sehen wir es. Abseitsposition von Moritz Banner. Klaus Allofs. Auch er hat einen Schatten. Nämlich Andreas Gielchen. Windenrufer. Foul. Foul natürlich geschoben. Diejenigen, die ein knappes Ende, ein knappes Resultat prognostiziert hatten, behalten auf jeden Fall recht. 1:1. Noch einmal die Torschützen. Dieter Eils und Moritz Banach in der 48. und 62. Minute. In der ersten Halbzeit die Bremer stärker mit den besseren Tormöglichkeiten. Oh, das
verrät doch einiges an Unsicherheit. Glänzender Schuss. Glänzender Schuss und glänzende Parade auch von Oliver Reck. Gerlich Barsky, ja, da spricht er mit Aaron Schmidhuber. Super Parade auf jeden Fall von Oliver Reck. Noch 4 Minuten. 1:1 der Spielstand. Die Fahne ist hoch. Der Ball muss also schon hinter der Torauslinie gewesen sein. Jetzt erkennt es auch der Schiedsrichter. Aaron Schmidhuber, der kein allzu schweres Amt hatte. Nur 3 gelbe Karten. Eine faire Auseinandersetzung. Fair Play bitte. Ein Spruch des Deutschen Fußballbundes, der hier doch weitgehend eingehalten wurde. Windenrufer. Dieter Eils. Für mich der auffälligste Mann bei den Bremern. Klaus Allofs. Super gemacht von beiden, von Klaus Allofs aus der Drehung und eine Glanzparade auch auf der anderen Seite von Bodo Hilgner. Wir sehen das noch einmal. Klaus Allofs, der sich da um seinen Gegenspieler herumwindet. Schön in die Ecke getaucht von Bodo Hilgner. Tja, ich kann mich nur wiederholen. Vielleicht mal eine andere Variante versuchen. Noch 3 Minuten. Horst Held. Er hat dem Spiel der Kölner doch einige Glanzlichter aufgesetzt. Tja, Mirko Votava, da gibt es nichts zu rütteln. Klares Foul. In die Seite getreten. Andrzej Rudi. Für ihn gilt das Gleiche wie für die beiden Bremer Auswechselspieler. Oder Einwechselspieler besser gesagt. Nichts Entscheidendes bewirkt bisher. Und wir nähern uns dem Elfmeterschießen. Noch 2 Minuten, 1:1. Mirko Votava. Wird er nachher den Pokal in Empfang nehmen? Der Bremer Kapitän. Oder Pierre Lipaski, für den es natürlich in seiner Heimatstadt eine besondere Genugtuung wäre. Uwe Hartgen. Rufer. Allofs! Da werden die letzten Kräfte mobilisiert. Moritz Banach. Falco Götz ist mit vorn. Held ist mit vorn. Lipaski rückt nach. Und Brazek. Nur jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Abseits. Nichts mehr riskieren. Noch 1 Minute. Erich Rutemöller zeigt es an. Und jetzt, denke ich, wird man sich überlegen, wen man nominiert. 5 Schützen auf jeder Seite. Da wird noch jemand notiert. 119. Minute. Alfons Siegel. So laufen die letzten Sekunden dahin. Und dann gilt es, die rechte Hand zu haben. Und das ist der Schlusspfiff. 120 Minuten sind um. 1:1 der Spielstand. Und ich denke, wir können noch, also die Kölner müssen zuerst schießen und das wird sein Andrzej Rudi. Andrzej Rudi, der Mann, der erst um einiges später
ins Spiel genommen wurde. Elfmeter. Schüsse, die Millionen bedeuten können. Die ganzen Fotografen haben sich natürlich in der Werder-Kurve versammelt. Rudi. Und vorbei. Das ist natürlich kein guter Auftakt für den ersten FC Köln. Die Anspannung von Oliver Reck löst sich, läuft hinüber, holt sich den Ball selbst. Und jetzt ein Duell zwischen Klaus Allofs und Bodo Ilgner. Hier sehen wir es noch einmal. Er war auch in der richtigen Ecke. 0:0 immer noch. Klaus Allofs, vielleicht macht er es ja besser. Bodo Ilgner, der schon einmal einen entscheidenden Elfer gehalten hat. So auch diesmal. Das Standbein weggerutscht bei Klaus Allofs. Damit wieder ausgeglichen das Ganze. Genau auf die Mitte gezielt. Wie gewonnen, so zerronnen. Alfons Siegel. Fünf Meter Anlauf und ganz locker versenkt. 1:0 für Köln. Natürlich nur der Spielstand, wenn man das Elfmeterschießen für sich betrachtet. Die beiden Treffer aus der Normalspielzeit zählen wir mal im Moment nicht mit. Also ein Torvorsprung für Köln. Jetzt kommt Windenrufer. Nichts zu machen. Nichts zu machen für Bodo Ilgner. Das Zeichen nach außen zu den Freunden. Und jetzt kommt Pierre Libarski, der sich im Verlauf der Partie sicherlich gesteigert hat. Oliver Reck zurück auf die Linie. Oh, Pierre. Natürlich hat sich Oliver Reck zu früh in die richtige Ecke bewegt. Aber das ist natürlich auch immer ein Risiko für den Torhüter, wenn er die falsche Ecke wählt. Dann liegt er geschlagen im anderen Eck. Also schon der zweite Fehlschuss für die Kölner. Jetzt kommt Rune Bratze. Er kann die Bremer in Führung bringen. Zwischenschritt und Tor. Bratzett. Moritz Banner löst sich aus dem Mittelkreis. Für ihn wird die Aufgabe natürlich jetzt schwieriger. Vierter Kölner Schütze. Moritz Banner. Vorhin hat er getroffen. Klare Sache. Moritz Banach. Aber die Bremer sind noch mit einem Treffer vorne. Jetzt kommt Uwe Hartgen. Reine Nervensache. Vorletzter Schütze für die Bremer, Uwe Hartgen. Einen konnte er schon abwehren. Oliver Reck mit dem Rücken zum Geschehen. Und getäuscht und getroffen. So, letzter Kölner Schütze. Letzter Kölner Schütze. Falco Götz ist das, glaube ich. Wenn er nicht trifft, dann ist die Sache bereits vorbei. Er muss treffen. Er muss treffen. Ein langer Weg vom Mittelkreis zum Elfmeterpunkt. Falco Götz.
Viermal haben die Kölner den Pokal schon gewonnen. Zweimal hintereinander haben die Bremer ihn verloren. Die Entscheidung noch einmal aufgeschoben. Und jetzt kommt der letzte Schütze. Und das ist Uli Borowka. Uli Borowka, wenn er trifft, dann heißt der Pokalsieger 1991 SV Werder Bremen. Einige Spieler am Mittelkreis, sie unterhalten sich, sie liegen auf dem Boden, sind erschöpft natürlich, schauen gar nicht hin. Oliver Reck, der Torhüter, schaut in Richtung Tribüne. Udo Hilgner ein bisschen aus dem Tor heraus, will natürlich versuchen, den Schützen nervös zu machen. Aber jetzt kann die Entscheidung fallen. Mit diesem Schuss und Tor. Zweimal war der Pechvogel hier im Berliner Olympiastadion. Oliver Reck, und jetzt liegen sie alle auf ihm drauf. Oliver Reck, der zwei Elfmeter gehalten hat. Und der Siegesschütze. Er kann sich nicht halten vor Freude. Uli Borowka, und der Schuss ins Glück. Bodo Ilgner, eigentlich keine Abwehrchance. Ich glaube, in Anführungszeichen, die richtige Mannschaft hat gewonnen. Natürlich große Enttäuschung bei den Kölnern, die teilweise auf dem Boden liegen. Sie haben sich gesteigert im Verlauf der Spielzeit, waren näher an einem Tor, aber es hat nicht sollen sein. Dreimal ist Bremer recht, so hieß es vor dem Spiel. Aller guten Dinge sind drei. Und so ist es denn auch diesmal geworden. Und ich glaube, mein Kollege Dieter Gruschwitz hat unten einen Gesprächspartner, Alfons Siegel. Ich schalte mal runter. In diesem Erfolg hat, indem er nämlich seine Leute in Ruhe arbeiten lässt. Und jetzt der Jubel für Mirko Rotava und seine Kollegen. Gratulation von Dr. Wolfgang Schäuble und der Pokal.